Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Unspielbar, dem Format, bei dem wir unsere Kollegen mit ganz schrecklichen Stellen aus Videospielen quälen. Unspielbar. Ja, wenn ich von Kollegen spreche, dann waren das bisher immer unsere Game 2 internen Kollegen. Heute haben wir aber eine Premiere. Wir haben nicht zum ersten Mal einen Gast, und zwar die liebe Jasmin, aka Gnu. Hallo. Hallo, ich habe Angst. Womit könnte man dich denn ganz schlimm quälen? Dark Souls? Ja, das ist nicht Dark Souls. Es ist ein bisschen was für Kinder, kann man fast sagen. Es ist ein sehr einfaches Spiel. Es ist Pokémon. Was? Pokémon? Pokémon. Ja, meine Lieblingsedition, die Soul-Silver-Edition, ist ganz fantastisch. Da kann gar nichts passieren. Habe ich noch. Also bitte lyncht mich nicht, ne? Ich liebe Pokémon, aber ich habe das noch nie gespielt. Noch nie? Ich kann nur Schüttel nachmachen, aber sonst. Das wird spannend. Für euch da draußen erstmal eine kleine Matz, denn viele werden sich jetzt fragen, warum denn Pokémon? Das ist doch viel zu einfach. Nee, ist es nicht. Und das seht ihr jetzt. Die Duellfabrik stellt Pokémon-Trainer, denen das normale Spiel zu einfach ist, nochmal vor eine besondere Herausforderung. Hier müssen 7 aufeinanderfolgende Kämpfe gewonnen werden. Der Clou dabei ist, dass man hier nicht mit seinen eigenen Pokémon, sondern mit zufälligen Leih-Pokémon antritt, die auch mit zufälligen Attacken ausgestattet sind. Und weil auch die Pokémon der Trainer, auf die ihr trefft, zufällig sind, ist die komplette Kampffabrik eine herrlich nervenaufreibende Pralinschachtel, die sämtliche Schwierigkeitsgrade von superleicht bis höllisch schwer in beliebiger Reihenfolge abdeckt. Wirklich helfen tut einem hier nur tiefgreifendes Wissen über Pokémon-Typen und Attacken sowie deren Resistenzen und Schwächen. Aber naja, die hat Gnu halt nicht. Okay, ihr wisst jetzt, was Sache ist. Der Timer läuft, würde ich sagen. 2 Stunden Zeit, um 7 Kämpfe zu gewinnen. Los geht's! Also du musst einmal den netten Boy im Grün ansprechen. Da kannst du dir jetzt 3 von 6 Pokémon aussuchen. Ach so, okay. Also nicht ziehen, sondern wirklich aussuchen. Ja, aber die Auswahl ist natürlich zufällig und jedes Mal anders. Und du sagst mir auch nicht, welcher jetzt so sonderlich gut ist. Also gut sind die auf jeden Fall alle, weil die alle Level 100 sind. Aber ich sag mal so, vielleicht solltest du erstmal danach schauen, dass du ausgewogen auswählst. Also quasi halt eben sagen, okay, einmal Wasser, einmal Feuer, verschiedene Elemente, das ist wahrscheinlich Luft. Ja, genau. Dann nehme ich einmal Lufti. Du kannst sie dir auch angucken, wenn du möchtest, wenn du auf Bericht klickst. So, das sagt mir natürlich auch alles was. Okay, also dann nehme ich den jetzt. So, und den würde ich auch nehmen, weil der ist Feuer. Ja. Aber verstehen die sich überhaupt? Die verstehen sich super. Okay, ich nehme die jetzt. Ja, nimm, gerne, klar. Jetzt sag, ob das gut ist. Und was macht der? Das ist ein Stahl-Pokémon. Mhm. Hat eine ziemlich hohe Verteidigung. Also gut. Und der, was macht der? Abschlecken? Ja. Macht der nass? Ja, der kann schlecken. Hast schon richtig gesagt. Das ist auch eher so ein Tank. Ach komm, ich nehme den jetzt einfach ausleihen. Test es doch einfach mal YOLO. Aus. So. Komm, wir gehen da rein jetzt, Leute. Wir schaffen das jetzt. Mach euch fertig. Also ich drücke jetzt auf Kampf. Ja. Ja. Was bedeutet das denn alles? Also ich mache jetzt einfach mal Drachenpuls. Oh ja, doch, es war schon sehr schlimm. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Ja, gute Wahl. Ich habe auch keine Ahnung, wer gerade dran ist. Ach, ist er schon tot oder bin ich tot? Er ist schon tot, ja. Oh, den ach hast da. Du besiegt. Oh mein Gott, ich sehe schon die Kommentare. Bitte alle RIP Gnu in die Kommentare schreiben. Ich würde mal sagen, gegen Loch Ness mache ich mal, ich singe Loch Ness mal an, oder? Ja, kann man machen. Oder Drachenpuls war vorhin so gut. Ich probiere nochmal Drachenpuls. Okay, komm, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, das ja, ist nicht schlecht. Ist in nicht Ordnung, schlecht. Damit kann ich leben. Oh nein, ich werde angesungen. Ja. Also wenn er so schlecht singt wie ich, dann bin ich jetzt tot. Machen wir nochmal Drachenpuls. Ja. Ja, er ist tot. Okay, ich probiere nochmal Drachenpuls. Ja. Why not? Jetzt kommt Ice Heap, da bist du natürlich doppelt schwach gegen. Oh nein. Ah, war ein Volltreffer. Aber sind die in der nächsten Runde auch wieder da? Ja. Du heilst dich immer zwischen den Runden. Okay, wen nehme ich jetzt? Das ist ja ein Feuer-Pokémon, oder? Der Gegner ist ein Drache. Also nehme ich den hier? Ja. Psychokinese. Ist das gut? Das sind sehr gute Attacken, ja. Komm, jetzt mach ihn direkt platt runter damit. Komm, weg. Oh, das war, jetzt habe ich wieder einen drauf, aber ich tank das weg. So, jetzt ist er tot. Goodbye, my level. Ja, siehst du, erster Kampf ist schon vorbei. Goodbye, my friend. Kommen nur noch 6. Ja, das ist ja das Schreckliche. Es kommen noch 6 Kämpfe. Ja, hat dir jetzt irgendeins von diesen Pokémon besonders gut gefallen vom Gegner, dann kannst du das natürlich jetzt nehmen und austauschen. Ach, okay. Ich würde aber sagen, da wir durchgekommen sind, Kadetten, lasse ich das so. Was kommt da raus? Ein
Sieht aus wie ich, wenn ich mich geföhnt habe. So, jetzt bringen dieses Haarknäuel um. Das ist viel Schaden, ja. Oh! Krass. Tschüss! Krass. Okay. Nicht schlecht. Tschüss! Okay, das ist ein Eis-Pokémon, oder? Weiß nicht. Ich bin tot. Wahrscheinlich ja. Nein! Ja. Oh Mann. Aber da hättest du auch nichts gegen machen können. Ein Tiefschlag hat immer Erstschlaggarantie, wenn du angreifst. Jetzt habe ich ja nur noch ihn. Hast du nur noch ihn, ja. Komm, bitte stirb einfach nur. Komm, bitte einfach komplett runter einmal. Das ist ja auf jeden Fall eine der stärksten Feuerattacken. Komm, also bitte runter, 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 runter. Oh! Siehst du, ich muss dir gar nicht so viel helfen. Vielleicht sage ich nächste Runde einfach gar nichts. Gnu ist glücklich. Ursaring und Sidaking. Also kämpfe ich gegen Sido und Neber, was machen die denn? Also ich kann dir so viel sagen, das erste Pokémon ist ein Bär, das zweite Pokémon ist ein Seepferdchen. Also Seepferdchen wird Wasser sein und Bär wird ein guter Tank sein. Ich lasse mal mein Team so, wie es ist. Ja, du machst das so gut. Ich helf dir jetzt mal diese Runde nicht, würde ich mal sagen. Nein! Eine Herausforderung von Wanderer Herold. Oh nein, er hat einen Bären mit einem gelben Ring auf dem Bauch. Ich glaube Wasser und Berry. Ich glaube, ich brauche einen Tank, weil der wird richtig reinhauen. Pokémon hier tauschen, oder? Ja. Feuer. Kann man Bären gut anbrennen oder anzünden? Ich weiß halt nicht, ob Toronto so gut in brennender Bär. Aber ich habe Angst, dass er mich mit einem Schlag tötet. Ich nehme jetzt auch meinen Tank. Okay, ich mache mal auf dich einfach wieder so mein Zeugs. Psychostrahl. So, und jetzt lasse ich mal so richtig viel abziehen. Das war tatsächlich sehr schlau. Komm, da geht noch mehr. Beste Attacke von Metamos. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Bitte noch ein bisschen mehr. Oh. Okay. Und Konter, bringt nichts. Okay, da kann ich ja gleich nochmal machen. Das war ja gut. So, Bär, es tut mir leid. So. Ja, das war doch ausgezeichnet. Das war die beste Wahl auf jeden Fall, zu Metagross zu wechseln. Ja! So, das ist jetzt Wasser. Oh oh, kann es sein, dass er jetzt versucht, Blitz auf mich zu machen, wenn er mich nass regnet? Okay, dafür hau ich ihn aber noch mal eins rein. Die Sau. Tschüss! Okay, wer kommt jetzt? Oh, mit denen fühle ich mich identifiziert. Bespritzt er mich mit Milch oder was macht er? Es kann sich nur selber mit Milch bespritzen. Ist es tatsächlich so? Oh, oh, die arme Kuh, oh nein! Vielleicht kannst du es ja trösten, indem du es jetzt mitnimmst. Ja, dafür war es zu schlecht. Okay. Okay, ich würde sagen, ich lasse meine... Oh scheiße, jetzt habe ich die Gegner nicht gelesen. Dann wird es ja spannend. Hast du es gelesen? Ja. Wie, erzähl mal, was sind das für Gegner? Okay, ich erzähl's dir. Jan Mega und Fir Nontor. Und was heißt es? Ich gehe jetzt in den Kampf. Oh nein, ich hasse sowas, es muss direkt sterben. Ich würde tatsächlich, ich glaube, mit dem Tank sich erstmal vorzutasten, ist doch nicht schlecht, oder? Oder soll ich es verbrennen? Ah, das ist bestimmt auch Feuer. Kann ich denn nicht in der Info gucken, was das ist? Du kannst gucken, deine eigenen Pokémon kannst du dir angucken. Ja, aber ihn? Nicht. Na, kann ich nicht so Analysen oder sowas machen? Nee. Also Lapras ist wahrscheinlich jetzt keine gute Wahl. Weiß ich nicht. Mann, Markus! Egal, komm, ich probier's jetzt. Oh, er wehrt die Attacke ab. Das hat ja nichts gebracht. Okay, jetzt reicht's mir. Weg vom Feld. Wir nehmen jetzt den hier. Der trifft immer. So, bitte bring es direkt um. Es macht mich aggressiv. Ja, ja, oh, okay. Oh, und vergiftet. Ja, verletzt es durch Gift. Ja, töte es. Oh mein Gott. Okay, dann machen wir das gleich nochmal. Tschüss. So, wer kommt jetzt? Ein Baum. So, ich vergifte deinen Wald. Sehr schön. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Er macht Fluch, das gefällt mir auch gar nicht. Okay, dann baller ich jetzt ihm mal hier das rein. Oh! Oh! Autsch! Oh nein, bitte lass mich das jetzt nicht irgendwie. Komm, so schlimm war es nicht. So schlimm. Komm, ja, oh mein Gott. Das ist nicht sehr effektiv. Da vergifte ich dich nochmal. So. Damit dein Baum auf deinem Rücken abstirbt. Ja, jetzt ist auch das schon weg. Siehst du, guck mal, nur noch eins jetzt. Ja, aber das wird mich jetzt bestimmt rösten. Und es ist ein Kopf. Ein Kopf, ja. Aber was kann der Kopf? Auf jeden Fall erstmal mit Gift versorgen. Oh, oh nein, ich bin tot. Oh mein Gott.
Das ist auch eine außerordentlich schlechte Attackenwahl vom Gegner. Okay, dann gibt's hier nochmal jetzt... das Schlechteste, was er hätte machen können. Okay, ich glaube, der Gegner, der kennt schon mein Level, der weiß schon, okay, die ist minus 100, da müssen wir so schlecht angreifen. Nein, es ist wieder die schlechte Attacke. Ja, der Gegner ist sehr gnädig mit dir. Weißt du, er sieht so bedrohlich aus. Goodbye. Ja, das war's auch schon. Kann es sein, dass mein Pokémon richtig OP ist? Ja. Also, dass ich richtig Glück hatte damit und du dir am Anfang gedacht hast, es gibt's doch nicht? Das ist schon eine sehr gute Wahl von dir gewesen, ja. Der Gegner ist jetzt Hundemon und Togekiss. Was macht Hundemon? Der ist ein Hund und der bepinkelt mich, markiert mich. Es kann bellen zum Beispiel. Was macht der? Ich tausche mal nicht. Meine Crew ist die beste. Ich habe gar nicht mitgezählt. Der wievielte Kampf ist das jetzt? Der vierte? Ich dachte, der fünfte, oder? Fünfte schon? Ich weiß es nicht. Dann muss ich ja echt meine Klappe halten. Ach, der macht Blitz, oder? Oder Feuer? Blitz oder Feuer? Da kommt nichts mehr von drüben. Nee. Ich mache trotzdem mal wieder erstmal mein Ding, um erstmal zu gucken, was er ist. Ey! Macht der auch mal Feuerzahn? Ah, okay, also Feuer ist er, okay. Oh, das hat aber jetzt viel ausgemacht. Oh no, oh no, oh no. Ich wechsle jetzt, weil der ist mir zu wichtig. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt wechsle, dann kann er mich angreifen. Ja. Komm, wir probieren es trotzdem, weil der ist mir jetzt gerade zu wichtig. So, die letzte Instanz. So, du hältst jetzt bitte... Oh no, okay, das ist nicht schlimm. Hier ist Donnerzahn natürlich. Ach so, der hat alle Elemente oder was? Nee, alle nicht. Oh Gott, das ist dein scheiß Ernst. Wann trifft er denn nicht? Komm, du musst Eis treffen. Ich glaube, jetzt bin ich am Ass. Also das Moveset von Lapras ist wirklich außerordentlich schlecht. Schon wieder daneben? Also dann hat er jetzt aber auch verdient zu sterben. Jetzt bin ich tot. Oh Gott, das war echt lame. Also den setze ich aus, der ist ja so schlecht. Ja. Boah, also wirklich voll die Enttäuschung. Komm jetzt, dann hoffen wir mal, das ist halt erst der Erste, ne? Ich glaube, das war's. Jetzt kommt es halt echt drauf an, was der Gegner einsetzt. Er könnte dich mit einer Attacke besiegen, macht er aber nicht. Er will trotzdem keine Feuerattacken benutzen. Also, das wäre auf jeden Fall dein Ende. Es wäre ein verdienter Tod gewesen. Aber ob das jetzt reicht? Weil Hundemon hat eine Resistenz gegen Stahl. Jetzt bin ich eh tot. Ah, jetzt setzt er. Ja, jetzt I'm auf jeden dead. Fall. Jetzt kommt Feuer gegen Feuer, das ist halt auch lustig, ne? Erdbeben. Sehr gute Wahl. Aber gut, wahrscheinlich hätte jede Attacke jetzt ausgereicht. Oh Gott. Das kann ich ja gar nicht mehr gewinnen. Erstmal eine Erdbebenbombe für dich. Immun. Ja. Oh nein! Aber der Gegner will dich nicht angreifen. Also er könnte dich... Ich gebe dir mal einen Tipp, der Gegner ist ein Wasser-Pokémon auf jeden Fall. Das heißt Feuer. Ist nicht so gut, also Feuer ist nicht so gut dagegen. Aber wenn er dich nie mit Wasser angreift, ist ja eigentlich auch egal. Also Feuer wäre gut. Also Feuer ist in dem Fall neutral, weil es ist tatsächlich Pflanze und Wasser. Okay. Ja, zieht aber schon ganz gut, finde ich. Oh nein, bitte, ich will nicht sterben. Jetzt bist du auf jeden Fall tot. Bepflanzt. Schwein. Ja, jetzt wird's schwierig. Der heilt sich halt jede Runde. Ja, die Sau, ich hasse sowas. Du verlierst sowas. Jede Runde was. Also, das sieht nicht so gut aus. Ja, komm, YOLO. Oh, okay. Hä, warum? Weiß ich auch nicht. Anscheinend wechselt der Gegner auch aus. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Ach, der du bist zieht halt auch. Immer noch bepflanzt und verlierst jede Runde was. Ach, die ziehen ja auch alle, Alter. Dann bin ich jetzt tot. Ja. Ja, das war's. Nein, ich war in der fünften Runde. Ich habe schon Angst bekommen, dass du es eventuell beim ersten Versuch schaffen könntest. Mann! So viel Glück habe ich nie wieder. Aber du hast jetzt, glaube ich, schon viel gelernt. Ich muss gar nicht helfen, weil du weißt ja jetzt schon so viel. Oh, ich glaube, jetzt bin ich tot. Ich glaube auch, ja. Oh nein. Oh Gott, ich bin tot. Ja. Holy shit. Bitte sterbe einfach. Bitte. Ja. Reicht. Ja. Oder? Nein, was? Er hat überlebt. Noch was? Die Sau hat überlebt. Oh, und Lawine zieht richtig viel ab. Oh nein, ich glaube, ich bin tot, oder? Lawine macht auch doppelten Schaden. Das ist auf jeden Fall ein klassischer Tank.
Aber es kann nicht so gute Angriffsattacken. Ja gut, das könnte reichen. Nein, nein! Oh Gott, nein! Ja, okay. Volltreffer. Nein, ich war vorhin so gut! Knapp. Ist das nicht eigentlich Pokémon-Quälerei, was wir machen? Nein, die lieben kämpfen. Oh geil, Potrott. Ist der gut? Ja. Den leihe ich mir aus. Also eigentlich würde das extrem viel Schaden machen, aber Potrott ist wirklich erbärmlich, kann man fast sagen. Aber warum habe ich den da mitgenommen? Ja, ich... Das, ja. Hast du mich verarscht? Nein. Er sitzt Aero-AS ein. Das sollte reichen für einen Knockout. Yeah. Also ist das jetzt wirklich ein OP-Wurm, den ich hier austausche? Und alle schlagen sich gerade den Kopf über die Hände zusammen? Also weg damit. Ja. So, lass uns Pokémon quälen. Wieso hat der einen Schwimmreifen mit dabei? So, jetzt mal, das war vorhin so geil, der Steinhagel. Mhm. Den mache ich jetzt nochmal. Weh, ich treffe nicht. Das wird nicht viel abziehen. Es wird weggetankt. Das ist nicht sehr effektiv. Und das sollte reichen. Echt? Ja. Ja, ich habe dazugelernt. Ein sehr schönes Pokémon. Lucario. Ich glaube, ich bin jetzt tot. Ja. Naja, neutral ist es aber nicht. Oh mein Gott. Nee, okay, Lucario ist einfach nur saustark anscheinend. Okay. So, jetzt mache ich ihn fertig. Oh. Mhm. Glück gehabt. Ah, bitte nicht. Ich will nicht sterben. Nein, ich werde sterben. Nee. Doch, ich bin tot. Nee. Oh Gott, ey. Du Sau. Nein. I'm dead. I'm so dead. Tschüss. So. Oh mein Gott. Das ist übrigens das größte Pokémon von allen. Ja. Ein Was hat es da hinten für einen weißen Schnippi rausstehen? I'm dead. Tschüss. Mann! Nidoqueen ist ein Boden-Pokémon. Jetzt schiebe ich dir aber kein Potrott mehr unter, okay? Krieg jetzt bitte mal die absolut OP-Charaktere. Keine Ahnung, ob die Zusammensetzung gut ist. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Ah. Nein, ich bin tot. Nein! Schade. Normalerweise wärst du schneller gewesen, aber Eissplitter hat leider Erstschlag-Garantie. Warum geht es bei mir immer so schnell runter, Mann? Jetzt hör auf, ich bin dran. Oh, er wählt tatsächlich mal eine Wasserattacke. Die wird auf jeden Fall deutlich mehr abziehen. Oh, dann bin ich jetzt tot. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Genau, jetzt werden die Arschbacken zusammengekniffen. Ja, verwirrt. Aber es ist sehr ausgeglichen, ist noch alles drin. Vielleicht Schlitzer? Komm, probier mal. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das wird sehr viel abziehen, weil er gerade Gedanken gut gemacht hat. Oh nein, ich will nicht sterben in der ersten Runde. Ach, krass, das gibt's doch nicht. Krass, Entoron. Next round. Ah. So, du weißt, mir läuft die Zeit davon. Ja. Okay, okay, ist ein Volltreffer. Oh nein, nein, ich will nicht sterben, ist unfair. Doch, du stirbst. Denn die Attacke trifft zweimal. Bist du wieder verwirrt? Nein, er lebt immer noch, es ist dein Ernst. Stein und Flug, also vierfach Schaden. Oh, ich hab wieder in der ersten Runde verloren. Ich war doch am Anfang so gut. Den und den und den nehme ich. Dann vielleicht mal einfach aufs Maul hauen. Wenn nichts anderes mehr geht, dann muss man Gewalt anwenden. Ja, ja, easy. Eis hat ja zum Glück eine Kampfschwäche. Jetzt hat er nur noch eins. Der ist Strom? Ja. Da hau ich mal Wasser drauf. Das sich alles zu merken, ist gar nicht einfach. Nur noch fünf, oder? Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch mein letzter Versuch, gell, wenn ich jetzt weit komme. Könnte sein, ja. Oh Gott, Druck. Under pressure. Ja. Kann ich eigentlich so lassen, oder? Ja, ich finde, dein Team sieht schon ganz gut aus. Ist das ein gutes Match? Ist ein gutes Match, ja. Also Erdbeben. Erdbeben ist gut. Stirb! Stirb! Ja, stirb! So, wer ist der Nächste? Mit meinem Deku-Baum auf dem Rücken. So, der ist Blitz, oder? Wasser. Wasser. Was war nochmal gegen Wasser schlecht? Ich hoffe, er ist jetzt weg. Könnte sein, Erdbeben ist krass. Bitte. Bitte.
So wie genüsslich sie diese Leiste immer bei den Gegnern runtergeht. So richtig so, ja. Smooth. Ja, er ist tot. Oh, ich mag ja Wasser. Mhm. Das heißt auch für dich Erdbeben. Yes. Ja, easy, nur mit einem Pokémon. Krass. Dead. Der Deko-Tree war richtig stark heute. Das ist jetzt, Kampf 4 kommt jetzt, gell? Ja. Gegner sind? Amaldo, Hariyama, Toxiquark. Okay, also Gestein, Kampf und Gift. Ich lass mal so, wie es ist, oder? Kann man machen. Du weißt, es ist mein letzter Versuch, du musst mir jetzt helfen. Dein Team sieht schon ganz gut aus. Genug gedemütigt für heute. So, Ronaldo gegen Deko Tree. Was bringt denn was gegen Ronaldo? Erdbeben. Erdbeben, okay. Immer gut. Ja, fast. Ja. Das wäre nicht sehr effektiv, Ronaldo. Jetzt bist du tot. Ja, nicht schlecht. So, der ist doch Wasser, oder? Nee, ist Gift. Ist eine giftige Kröte. Gift. Bringt gegen Gift Steinhagel und Beben was? Macht auf jeden Fall alles Schaden. Diese Aussagen immer. goodbye, my lover. Geil. Weg mit dir. Nur noch eins. Hariyama. Ja, okay. Kampf. Ich hau einfach mal das Erdbeben rein. Einfach draufhauen. Eieiei, das hat ja ziemlich viel abgezogen. Hey, der slappt mich. Okay, dafür kriegst du noch mal ein Erdbeben von mir. Ja. Easy, eigentlich brauchst du ja nur ein Pokémon. Ja, das reicht. Wenn ich jetzt noch den von ganz Anfang hätte. Stimmt. Dann wäre ich, glaube ich, OP. Ja. Jetzt kommt Kampf 5. Elektroball, Ampharos, Panzeron. Also Boden, ich kann alles so lassen, wie es ist. Der Gegner hatte ja nichts Krasses, was ich irgendwie jetzt benutzen kann, oder? Jo. Ich kenne mein Leben. Ich weiß, dass ich jetzt das vielleicht schaffen werde und dann werde ich kurz vorher sterben. So, das ist Strom, gell? Ist da nicht auch wieder Erdbeben ganz toll? Einfach Erdbeben. Spam Erdbeben. Okay, ich spam Erdbeben. Erdbeben. Ja, das ist der einzige Fall, wo Erdbeben keinen Sinn macht, weil Scheiße. Das ein Flug-Pokémon ist. Oh, kacke. Aber ich wurde eh ausgetauscht. Ja. So. Was bringt denn hier was? Wasser, Kampf. Der Gegner ist Flugstahl, zur Info. Also. Kampf. Oh, ich hoffe, ich treffe überhaupt, wenn er fliegt. Yes! Ja, jetzt nur noch. Ach ja, Ampharos. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Für Lucario, ja. Aber du hast da noch ein bisschen was. Ich nehme Cheddar-Käse. Ich glaube, das war's dann jetzt. Ja. Yeah, Level 6 kommt jetzt. Das erste Pokémon ist Bodenwasser, das zweite ist normal, das dritte ist Pflanze. Da kannst du mir noch helfen, ich würde es so lassen, oder? Ich verrate, ich habe jetzt nur noch Typen. Ach komm jetzt, du Schmollibär. Jetzt hätte ich da mal drüben nicht geschmollt. Ey, der bringt ja eine Kamera mit, ist ein Streamer. Mhm. Also, das heißt auf jeden Fall Wasser. Wasser, Boden. Aber er sieht so freundlich aus. Ich probiere mal Erdbeben. Wahrscheinlich denkst du dir jetzt, oh mein Gott. Und er denkt sich so, hö? Kann die Leiste bitte ein bisschen schneller runtergehen, dass ich weiß, ob das sehr gut war oder nicht so? Es war doch ganz gut. Aber warum? Er ist doch auch eigentlich Boden. Ich verstehe es nicht. Oh, das macht vierfach Schaden. Viermal? Ja. Bin ich jetzt tot? Weil du einmal, du bist Pflanze, Boden und beides hat eine Eisschwäche. Also wird es jeweils jetzt verdoppelt. Bin ich tot? Oh. Nee, ist zum Glück keine krass starke Attacke. Cheddar-Käse. Los, jetzt mach doch endlich dein Erdbeben. Ich hoffe, das war's jetzt, weil er hat sich gerade noch ein bisschen geheilt. Nee, easy. Oh, oh. Relaxo ist ein Normal-Pokémon. Egal, Erdbeben trifft immer 100%. Oh, Relaxo ist so stark, oder? Okay, nochmal, bitte lass mich jetzt nicht sterben. Ach, er ist jetzt tot. Ja. So, und der nächste ist auch eine Pflanze. Ja. Das heißt, Erdbeben juckt den nicht. Steinhagel wahrscheinlich auch nicht so, aber probieren wir es mal. Okay, nochmal gleich mal Steinhagel auf den Schädel. Nein, der hat mich richtig rasiert. Oh nein, ich bin tot. Ja. Oder? Oh. Sag mal, spinnst du eigentlich? Der hat mich gegen den Strich rasiert. So.
Ich würde sagen, Kampf Nummer 7 kann kommen. So, letzter Kampf. Absol. Unlicht. Wasser. Ja. Und wahrscheinlich Gift. Oder Geist. Telekinese. Geist. Okay. Also würde ich alles so lassen, wie es ist. Dann mach das doch. Aber komm schon, ist das gut? Ich sage, das ist der letzte Kampf. Den packst du alleine. Bin ich mir sicher. Schaffst du. So, was war der nochmal? Unlicht. Erdbeben auf jeden Fall. Die KI ist halt nicht so schlau. Wahrscheinlich hätte er mich mit einer Attacke jetzt umbringen können, oder? Nee, das nicht, aber Anziehung bringt nichts, wenn du auch ein männliches Pokémon hast. Das bringt immer nur was zum Ende. Und hier, das bringt auch nichts, wenn du im Boden bist. Ach, er wollte mich anmachen. Er wollte dich anmachen, ja. So, was ist das jetzt? Erdbeben ist doch gut für Wasser. Oh oh, das könnte jetzt dangerous sein. Ist es, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen für ein Knockout. Sag mal, nein! Ich würde es nochmal machen, aber jetzt bin ich wahrscheinlich eh tot. Nee, der Gegner entscheidet sich dafür, dich nicht anzugreifen. So, danke schön und tschüss. Der nächste bitte. Yes. Was? Doch nicht. Oh was? Nein. Hä? Na gut. Okay, da bin ich jetzt aber tot. Ja gut, dann. Aber Wasser mag ich doch, oder? Ist ja Eis. Ja, du bist aber leider auch noch Boden. Und Boden mag kein Wasser. Der Cheddar-Käse ist tot. Dann nehme ich jetzt am besten Blitz, oder? Was ist denn der letzte nochmal? Ein Geist. Das heißt, der kann ja verprügeln, dann nehme ich jetzt Blitzra, oder? Nee, dann nehme ich jetzt den, weil der kann dafür möbeln. So, weg mit dir und der Geist kriegt auch noch ein paar aufs Maul. So, erstmal. Normal und Kampf funktioniert nicht gegen Geister. Nein. Dann Lichtkanone? Keine Ahnung, dass das was bringt. Bitte. Bitte. Oh nein. Jetzt bin ich am Arsch. Nee. Glaube nicht. Außer aber ist Wasser jetzt besser? Soll ich jetzt lieber Wasser nehmen? Oder Lichtkanone? Komm, Markus, jetzt sei doch nicht so. Ich gehe jetzt mal kein Risiko ein. Wenn das jetzt nämlich immun ist, dann drehe ich durch. Jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Aber dann muss ich es mit dem anderen nochmal machen. Okay. Was war das jetzt? Abgesang. Okay, jetzt kann ich dich fertig machen. Ja, ich habe gewonnen. Ich glaube, du hast gewonnen, ja. Ja, und das alles mit so viel Hilfe, dass es eigentlich sich gar nicht gut anfühlt. Naja, ein bisschen. Ja, Glückwunsch. Was kriege ich dafür jetzt? Erstmal kriege ich schön 5 GP. Danke, dass du mir 5 GP freigespielt hast. Danke, dass du für das Spiel 2 Wochen durchgespielt hast und wir auf einem Punkt sind. Ach, kein Ding, das mache ich doch gerne. Bist du jetzt Pokémon-mäßig verdorben? Oder hast du Bock, noch mehr Pokémon zu spielen? Nee, ich finde es cool, wenn man sich auskennt und so, ist das schon echt ein geiles Game. Also ich habe es ja nicht gespielt, weil ich irgendwie dachte, dass es doof ist, sondern halt einfach, weil ich immer was anderes gesuchtet habe und ich halt wusste, dass man halt in Pokémon sich extrem reinfuchsen muss, um das alles zu verstehen. Stimmt. Aber ich habe jetzt viel durch dich erlernt. Ja, Leute, das war's von dem Video. Ich bin überglücklich, dass ich es geschafft habe. Deswegen danke nochmal Markus Mon. Und übrigens könnt ihr auch die Folgen mit Markus noch abchecken. Deswegen einfach mal klicken, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt vielleicht auch in die Kommentare, was man noch für gemeine Games auswählen könnte, um zu gucken, ob die Leute das auch wirklich schaffen.